Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, nämlich Alex Gordon. Das Spiel muss ein Jump'n'Run Adventure der Extraklasse sein hier. Also wie ich es gelesen habe, gucken wir doch gleich mal rein hier, ob das auch stimmt. Hier klicken, ich habe keine Maus, dann klicke ich heute mal mit der Leertaste. Jo, meinen Namen habe ich schon eingegeben vorher und ich wollte eben testen, ob meine Maus irgendwann mal erscheint, aber anscheinend nicht ganz. Das ist bitte... Oh, kleine Nemos da unten, also Clownfische. Ja, schon ganz kurz, wir können Spielen auswählen, Optionen, aber... ohne Maus ist das echt schlimm und mit Tasten kannst du hier nichts machen. Warum ist das so? Warum funktioniert das immer nicht so, wie ich es haben will? ja, jetzt Moment. Ich will auf die Insel mal klicken. Ich finde es noch. Erdsaal, okay. Insel. Und da war auch meine Maus, die kurz erschienen ist. Ah, also wir spielen also praktisch den Alex, diesen Fuchs da anscheinend. Und der mag diese Lagune und hat sich entschieden, hier alt zu werden. Aber er braucht Geld für einige Verbesserungen. Das glaube ich schon bei dieser Insel. Die ist ja noch leer. Das heißt, wir können hier aufstufen. Das ist super. Ich muss es bloß noch mit der Maus den OK-Button finden. Da war sie gerade. Moment. Ah. Jetzt, okay. Blöd, ich habe kein Geld, ne? Dann gehen wir wieder zurück ins Menü. Oh, was war das? Aha, jetzt bin ich wahrscheinlich da unten und kann hier dann die Sachen, könnte ich kaufen, wenn ich Geld hätte. Ja, ins Menü will ich. Oh Mann, das mit der Maus stört mich schon jetzt mal. Muss jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie anders hinbekomme. Moment. So, ich habe ja gelesen, dass unter Windows 7 die Maus nicht funktioniert, warum auch immer. Auch wenn man als Administrator oder sowas einstellt. Und jetzt habe ich halt versucht, im Dunkeln, also mit hier zu er... das so zu er... also hier praktisch den Haken rauszunehmen. War eine kleine Tortur, weil ich ja die Maus nicht gesehen habe. Aber es hat jetzt geklappt und jetzt kann ich meine Maus... also jetzt habe ich halt nicht die Tatze oder was auch immer das vielleicht für eine Maus gewesen wäre, sondern... ach egal, spielen wir einfach. Mit der Maus wird wahrscheinlich... wird's dann schon gut hinhauen. Bedienung wäre vielleicht noch nett, weil den Rest spielen wir anscheinend doch mit Fallen und so. Gehen, Shift, STRG. Okay. Und springen. Gut, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Schön. Gehen wir doch nochmal zur Insel. Jetzt geht's ja hier wunderbar. Nicht genug Geld, ja, für diese schönen Sachen. Ich glaube, die Wiese kaufe ich mir zuerst, weil nur Sand. Ich mag keinen Sand. Eine Karte haben wir auch. Ach, das ist ja schön. Also praktisch, wo ich gerade bin. Aha, Levels. Okay. Dann fangen wir einfach mal an zu spielen. Oder war wie weit geht denn das? Oh, das sind schon einige Levels. Einige, sehr viele Levels. Wow. Okay. 50 an das Stück habe ich gelesen. Ah, oh, wir kommen direkt zum Intro. Er heißt Alex Gordon, seine Schwester Alice, oh Gott, das geht schon wieder viel zu schnell, wurde entführt und ich habe nicht geklickt, es geht automatisch so schnell. Wir müssen sie retten und dabei Schätze sammeln und die beiden kamen an einem schönen Tag an. Wieso geht das immer so schnell weg? Okay, die haben eine Höhle gefunden, wo mit Steinen zugeschüttet worden war. Und sie bemühten sich, die Steine wegzuräumen und gingen in die Höhle. Und sie fanden ein seltsames Amulett. Der Alex wollte es aufheben. Oh, und es begannen sehr seltsame Dinge. Oh oh. Die Juwelen auf dem Amulett verschwanden. Einfach. Und Eingeborene tauchten auf. Wow, oh, Turtles! Cool. Jetzt war ich so geflasht von den Turtles, dass ich das jetzt nicht so schnell gelesen habe und da wird sie entführt, meine Schwester. Oh mein Gott. Eingeborene Schildkröten, ist das cool.
Ah ja, dann schaue ich natürlich traurig. Natürlich muss ich meine Schwester suchen und auf den Schatz und wir haben hier einen Groupie. I love Alex. Cool. Zum Springen drücke den linken Mausbutton, oder? Space. Space ist cool. Klicke ich auch zum hier klicken. Also ich bin hier. Ach, ich rede noch mit den Leuten. Genau, wer hat es mit mir hier geredet? Ein Affe. Er weiß von meiner Schwester. Ich habe die antiken Götter anscheinend gestört. Und ich muss die einzelnen Teile des Amuletts wieder finden, die natürlich über die ganze Insel verstreut sind. Und um meine Schwester wiederzubekommen. Wie kann ich denn die Teile finden? Es zerbrach ja, sobald ich es in die Hand nahm. Ich bin so lange in Sicherheit, wie das Amulett noch nicht zusammengefügt wurde. Ja, jetzt muss ich mal endlich mal anfangen zu suchen. Okay, gut. Dann machen wir das doch mal. Okay, ich bin hier. Kann mit Falter links, rechts gehen. Und springen. Und ich kann auch schleichen mit Shift. Kann ich langsam gehen? Aha. Und nochmal was anderes. Okay, gut. Links unten Lebensanzeige, Herzchen, Geld oben, Sterne und Level 1.1 steht rechts unten. Perfekt. Ach, und ich kann auch hier mit der Maus steuern. Und, ah, nee, das ist aber... Das mag ich nicht. Stopp, stopp. Wenn ich jetzt die Maus wieder weghaben will, dann klicke ich einfach Tasten. Okay. Wer war denn das? Ein Pinguin! Er heißt... Der Rap ist voll cool. Das gefällt mir gut. Doch, der Beat taugt mal. Okay, gut. Ja, er ist auf jeden Fall Gramps und er wird mir alles verraten, was ich für die Reise wissen muss. Ich sammle so also viele Punkte wie möglich sammeln. Hey, der Beat gefällt mir echt. Okay. Oh, und da ist meine erste 10 Münze. Münze 10er. Das war eine große, eine 50er. Und noch eine 50er. Oh, ich habe schon fast den Grünrasen zusammen für meine Insel. Oh, nochmal Drums. Und da muss ich drüber springen oder auf den Kopf, um nicht verletzt zu werden. Und dann kriege ich ja, wenn ich sie kaputt mache, Münzen. Ich glaube, zum Zugucken ist es ein bisschen zu schnell und unübersichtlich, weil nämlich die Grafiken... Also es ist nicht ganz scharf gestochen, das Spiel. Das ist eher so jetzt zum Erraten. Haben wir alles. Ah. Boah, ich bin auch im Doppelsprung. Das ist das Beste. Und natürlich, wie bei jedem Spiel, die Änderung im Sprung, die Sprungrichtung im Sprung ändern. Und Lucky ist mein Groupie. Meine Freundin, wenn ich ein Leben verloren habe, kann ich an der Stelle weitermachen, wo ich ihn gefunden habe. Mein Groupie. Oh. Und ich brauche Sterne, um Bonuslevel zu kaufen. Okay, wo finde ich denn Sterne? Halt. Julio, einen geheimen Ort gefunden. Und ich kann sogar unter Wasser, kann ich schwimmen. Ich habe eine Luftanzeige unten, die sich natürlich dann auch etwas leer. Okay, ich habe geschafft, das Wasser zu springen. Und da ist wieder mein Lucky. Was haben wir hier? Herzen. Perfekt. Und ich wurde ja nicht verletzt, aber ich aß. Man kann es aufhören. Ich hatte vorher 4, glaube ich, oder 3. Ich habe jetzt halt auf jeden Fall voll. Und ein Stern. Weil ich einen geheimen Ort gefunden habe. Das Geld ist schon wirklich gut.
Hey. Da freut sich jemand auf eine schöne Insel, hä? Ich denke, das ist ein nettes Kinderspiel. Hey. So. Hey. Oh. Oh. Hey. 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 Oh. Und noch ein Stern. Oh. Und jetzt habe ich auch das Geld für meinen Rasen, den ich mir leisten will, auch zusammen. Und eine Schildkröte abermals. Haben wir alles? Ja. Ach, Mut zur Lücke, einfach mal durchgehen. Ein kleines soundtechnisches Fehler, also kleines Detail immer, da kommt immer so ein kleines Störgeräusch. Nein, das ist dumm. Ah, sehr gut. Dann kommen wir in den nächsten Level weiter, machen wir nicht diese Tür. Erreicht hab. Und das erste Level ist vollständig. Ich habe wahnsinnige 5 Minuten und 45 Sekunden gebraucht. Alle 3 Sterne gefunden. Ein Versteck. Alle Monster besiegt. Kriege ich jetzt da nochmal einen Bonus? Nein. Aber ich habe es wohl gut gemacht. Ja, und ich kann meine grünen Rasen kaufen. Oh, jetzt sieht das doch schon einladend aus, oder? Sogar mit kleinem Weg. Dass man ja auch alle Orte der Insel sieht. Wow, und um das nochmal zu verschönern, brauche ich 9000. Mit Blumen. Geh mal wieder zur Karte und sammeln weiter Geld. Mit 3 Sternen abgeschlossen. Achso, ja, weil ich die 3 Sterne gesammelt habe. Nehmen wir Stürmische Brandung, das zweite Spiel. Oh, und da kommt was Neues zum Seilen. Oh, cool. Wow. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz kapiert. Ah, weil ich da stehe. Okay. Aber ich kann hier auch schwingen. Das ist cool. Der Singo ist cool. Ich glaube, manche liegt da auf, aber... Au. Das war krass. Hey! Lucky! Hey! Was war das? Ein Edelstein! Okay, da hinten ist nichts. Verdammt, das war böse. Boah, der hat mir gleich 2 Dingens abgezogen. Noch ein Edelstein und ein Stern. 2 Herzen hat er abgezogen. Ja, die sind aber auch so unübersichtlich, muss ich ehrlich zugeben. Weil mitten stehen die also da. Und vom Hintergrund her unterscheiden die sich nicht so wirklich. Hoch komme ich jetzt nimmer, ne? Oder? Doch. Weil wenn ich jetzt nochmal zu Lucky gehe, was passiert dann? Füllt er mich nicht auf. Dann brauche ich wirklich dieses Herzchen dann. Ach, so wie hier. Bam. Lucky! Japan! Ja, da komme ich ja selbst schon kaum mit gucken, wenn ich die ganze Zeit nur renne. Also, weil es so unscharf ist und... Das tut dann irgendwie, also ein bisschen in den Augen weh. Was sagen wir zuerst? Zusätzliche Leben. Gut. Finde ich gut. Hangeln kann ich mich auch, das ist sehr gut. Um das Seil aufzuheben, muss ich springen. Wie kann ich da unten rein? Oh.
Da muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite herkommen. Probieren wir einfach. Oh. Nein, da geht es wahrscheinlich weiter zum Ausgang. Das war eine kleine Falle hier, habt ihr gesehen. Hier waren Münzen und wenn ich hier durchgegangen wäre, hätte ich die Schildkröte erwischt oder sie hätte mich erwischt. Vierfach killen. Gut, da habe ich alles. Ein weiteres Leben. Stark. Und der dritte Stern. Ah, da oben ist noch ein Edelstein. Aha. Hätte jetzt fast nicht gesehen. Moment, genau links hinter der Palme. Und ich bin hier jetzt beim Tor vom Level 2. Ich hab's geschafft. Fortfahren. Ich glaube, das hat auch gut ausgeschaut. Alles gefunden? Können wir weitermachen. Perfekt. Jetzt gucke ich nochmal auf die Insel. Boah, was wollen wir denn? Wollen wir so ein cooles... Eine Hütte? Ein Boot? Oder eine Bar? Ich mag eine Bar. Cool. Oh, ich kann mal noch was kaufen. Dann kaufe ich mir noch die Hütte dazu. Ah, das sieht doch schon schön aus, oder? Cool. Stark. Okay, das war jetzt der erste Einblick hier in diesen... ja, Jump'n'Run. Ich werde noch ein bisschen weiter spielen, denke ich. Es ist nicht super toll, das Spiel, aber ich glaube für Kinder und so weiter total lieb und schön gemacht und zum Zeitvertreib auf jeden Fall ganz toll. Und ja, ich werde es mit den Verstecken versuchen durchzuspielen. Alle 50 Level. Mal gucken, ob mir das gelingt.